das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Sup, Doggy Dogs. Prost, Leute. Gude. Herzlich willkommen. Community High Five. Verdeckt mein Gesicht. Das dürft ihr nicht sehen, das ist zensiert. Und willkommen zu einem Video von uns. Mangels Gameplays halten wir euch immer noch unsere Fressen unter die Nase. Haben wir jetzt auch eigentlich quasi auch die spontane Idee, deswegen hat der Marlon auch gerade tiefer zu spielen. Und ich habe eben Quad-Bot-Modus gemacht. Ja, okay, eigentlich ein Triple und vorher noch ein Single-Headshot. Im Bot-Modus von Black Ops 1 habe ich deswegen erstmal so gefeiert und deswegen machen wir jetzt erstmal ein Video. Kurze Sachen. Also erstmal unser Video, haben wir das gestern oder vorgestern hochgeladen? Vorgestern? Vorgestern über Channel. Unser Channel? Ja, über unser Channel mal wieder. Interessanterweise ist die Hälfte unserer Videos über unseren Channel. Aber jo, wir beschäftigen uns wenigstens damit. Wir machen keinen neuen Channel, das ist Schwachsinn. Übrigens hat mir der Max ja heute erzählt, warum wir nicht groß werden. Es gibt da so einen Algorithmus bei YouTube, der bestimmt, wer groß wird und wer nicht. Und keiner weiß, wie dieser Algorithmus funktioniert. Wir werden nicht groß. Hat YouTube beschlossen, wir werden nicht groß. Manche schaffen es, manche nicht. Das bestimmt YouTube allein. Aber jo, mit WLAN-Netz, sonst was verbinden, machen wir jetzt nicht. Ja, also wir machen jetzt wahrscheinlich viele Videos. Das Skyrim werde ich weitermachen, weil es mir Spaß macht. Vielleicht spannend auf meinem Bildschirm. Ja, ich gucke gerne woanders hin. Weil ich vielleicht nicht ganz jeden Tag was hochladen kann von Skyrim. Also ich werde es versuchen, wird wahrscheinlich auch klappen, aber manchmal geht es vielleicht einfach nicht, vielleicht passt es vielleicht einfach nicht, weil ich habe auch nur eine 4000er oder eine 2000er zurzeit, also die 16000er hat irgendwie nicht geklappt. Und so viel dazu, ihr könnt euch auf viel Himmelsrandgewäsche freuen mit meinem Rotwadon. Der Typ so. Das ist so der Ochse. Das ist so. Weißt du, wie witzig das gerade bei dir aussieht, so. Junge, wir sehen da sau ochsig aus, so. Sieht's aus, jetzt würden wir ganz so voll mein Zimmer überfüllen. Ja, aber das Zimmer ist halt eigentlich so sau riesig, aber wieso? Nur so. Riesiger. Das Zimmer so, ich bin so riesig, aber wieso? Wir glauben ihm nicht. Ich so lahn. Ich so lahn. Ey, wir werden langsam aber sicher von Gamern zu Vloggern. Ja, wir werden Vloggern. Ansonsten, was hatten wir genau? Was hatten wir noch auf der Agenda? Ja. Channel betreffendes haben wir jetzt soweit alles geklärt. Das heißt, es kommt Skyrim. Es kommt von mir auch Sachen. Muss ich mal überlegen, was ich mache. Aber es ist halt ein bisschen schwierig bei mir, weil ich über meine Avermedia Live Gamer HD nicht meine PlayStation aufnehmen kann, weil da irgendwie steht HDCP-Fehler. Wenn jemand von euch dafür eine Lösung hat, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Denke ich aber eher nicht, weil selbst der Avermedia Support da irgendwie keine Lösung für hatte. Und ja, wir wollten heute noch ein kleines Thema ansprechen. Und zwar hat PlayStation, machen wir jetzt die Überleitung, Mother of God, auf Überleitungen ziehen. Tat. Left-Light. Diddle-diddle-din. Und ja, danke, jetzt hast du mich rausgebracht. Es ging um die PlayStation 4. Ja, ich wollte sagen, hallo, wurde die angekündigt? Nein, ich wollte was sagen. Okay, hau raus. Ich wollte sagen, dass keiner von euch weiß, dass bald eine neue Konsole rauskommt. Oh, ihr habt's nicht gewusst, gell? Ah, ja, ich wusste es. Nein, die PlayStation 4, jeder weiß, die kommt raus. Wahrscheinlich so gegen November, Dezember, dies, das. Wahrscheinlich nicht genau an Weihnachten, sondern davor. Und ja, wir wollten einfach mal ein bisschen darüber talken, so dies, das, was so abgeht. Und ja, da war ja dieses Reveal, nicht wirklich Reveal-Event. Man hat nicht gesehen, wie die Konsole aussieht, man hat nur gesehen, was sie wohl kann. Ja, also wir hoffen mal, dass es In-Game-Grafik ist, was man zum Beispiel bei diesem komischen Ritter spielt. Deep Down war kein In-Game-Grafik. War kein? Mhm. Was ein Schwachsinn. Ja, war es aber nicht. Ja, saubehindert. Okay, also dann war das schon mal keine In-Game-Grafik. Ganz schlechtes Spiel. Also, da werde ich mir das wahrscheinlich nicht holen. Also es sah zumindest sehr beeindruckend aus und ich war erst impressed und ich dachte erst, wir leben im Jahr 2038, aber ich habe ihm nicht geglaubt. Und dann, ja, also... Müssen wir mal gucken, unsere Meinung zu PlayStation 4 ist auf jeden Fall... Also ich werde warten, nachdem sie rausgekommen ist und gucken, was da so gibt. Ich nicht. Okay, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich wünsche ich mir die mir zu Weihnachten. Ja, locker Weihnachten. Wäre stabile Sache. Locker leicht. Und dann werde ich mir vielleicht doch als erstes Deep Down holen, auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass ich mir nicht hole, weil ich so Drachen und Ritter und sowas mag und Skyrim. Ja, der Chris ist der Sucht verfallen, nachdem wir es ihm geschenkt haben. Hey, das ist nicht süchtig. Bist du nicht süchtig? Ich mag das Spiel einfach nur. Hallo? Du bist genauso FIFA-süchtig. Bin. Ja, bist du. Bin. Entschuldigung. Nein, also, die haben ja vorgestellt, was in der PS4 drin ist. Das sieht alles ziemlich gut aus. Das ist ein... Also, die hat ja ein 8-Core, 1,4 GHz.
eine AMD-Grafikkarte, AMD-Arbeitsspeicher, sieht alles relativ stabil aus. Die haben jetzt nicht mehr. Stabil, aber dieses Stabil. Die haben jetzt nicht mehr dieses Cell-System, was sie in der PS3 drin hatten. Cell-Soldat. Weswegen die Programmierung von den ganzen Spielen und so für die PS3 alles übel schwer war. Unter anderem Skyrim. Was ja, für genau. Die PS3 wohl keine Dings hatte, die jetzt aber, glaube ich, übermorgen alle drei auf einmal rauskommen. Yay, alle Maxi, DLCs. Mitten in der Klausurenphase, ja. Hearthfire, Dragonborn und Dawnguard. Ja, Spaß. Ich habe mir übrigens die PSF-Card für Dawnguard gekauft. Ich wäre jetzt auch schlau, würde ich so die Pin da reinhalten. Ja, wobei, dann hätte ich es mir schon eh links gegönnt. Naja. Ich lade es früher dann auch. Ja, ich halte aber garantiert jetzt nicht meine Pin da rein, dann wäre ich irgendwie sau behindert. Nee, wäre sau schlau. Wie auch immer, du lenkst mich schon wieder ab. Rede mit der Hand. Hallo. So, Doggy Dog. Groß Leute und herzlich willkommen mit der Hand. Ah, fuck. Und okay, was für ja. Volles. Jetzt sind wir gespannt, was denn Microsoft kontern wird. Also, ich bin mir ziemlich sicher, die PS4 und Xbox 27, wenn sie denn so heißen wird, werden ist wieder sie? Genau das gleiche wie mit der Xbox 360 und der PS4. Die PS4 ist technisch ein klein bisschen besser. Xbox kann aber mit Xbox Live trumpfen. Beide haben ihre Exklusivtitel. Eigentlich ist das total behindert. Ja, sie können doch einfach eine Konsole machen, alle würden zusammen zocken. Dann wäre es aber ein Monopol. Das wäre mir so scheißegal. Ja, dann werden die ultra teuer werden. Ultra teuer. Nö, hat aber Geld, jo. Ja, PS4 haben wir abgehakt. Passen wir nochmal zusammen, was wir gerade festgestellt Nein, haben. Nein, ich wollte mal Spiele vorstellen. Gut, dann hau was los. Ich kenne noch Watch Dogs. Das sah Smartphone hier so ziemlich böse aus. Also, da dachte ich mich schon so, boah, geile Grafik. Und, was gab's noch für Spiele? Ja, Call of Duty 4 Modern Warfare 10 ist schon bestätigt, dass es auch für die PS4 entwickelt wird. Jetzt mal keinen Witz, ja, nennen das wirklich so. Ja, ich weiß, dass sie das so nennen. Das hat dieser Voice Actor da bestätigt. Facepalm. 1, 2, 3. Gut, reicht. Oh mein Gott. Und? Haben wir nicht schon mal über Call of Duty 4 Modern Warfare 10 geredet? Unser vorletztes Video. Vor. Oder traurig. Was auch immer. Activision, traurig. Infinity Ward. Echt. Das ist einfach nur noch. Das Thema auch mal anzuschneiden. Der ist so richtig billig, weißt du? Kaufst du dir trotzdem? Ja, natürlich kaufst du mir. Ich mir auch. Ich glaube, ich kaufe mir das gar nicht, weil ich spiele das entweder bei dir oder beim Norm, aber bei mir zu Hause liegt Black Ops 2 rum und ich habe nur die Kampagne durchgespielt. Okay, ich weiß nur wegen der Kampagne. Fuck. Nicht wegen dem Campaign. Aber vielleicht hat es mal eine neue. Die arbeiten noch an einer neuen Engine, soweit ich das gehört habe. Hat Call of Duty. Ja, die müssen mal eine neue Engine machen, Alter. Das muss aussehen wie da draußen. Ja, mindestens. Wenn da einer hinfällt, dann muss auch hier der Asphalt aufreißen. Ja. Genau, wenn einer hinfällt. Also du fällst jetzt hin und dann liegst du erstmal 5000 Meter unterm Boden. Ich bin einfach sau der Ochser deswegen. Ist so. Naja, die Wii U wird untergehen. Die ist ja auch auf den Stats, die jetzt die PS3 und X360 hat. Das ist ja auch schön. Ja, die sind ja mit ihren Verkaufszahlen und so auch nicht zufrieden. Also, wir PlayStation-Fans freuen uns auf jeden Fall drauf, denn wir wünschen uns gute Grafik. Wir wünschen uns Spielspaß. Der neue Controller sieht ganz cool aus. Nur da irgendwie noch so ein Ding, was das hier in der Mitte so ein Touchpad. Der hat hier jetzt so Laser irgendwas für verbessertes, was weiß ich. Die Sticks sind eingedrückt. Wie bei der Xbox, nur ein bisschen anders. Und, Wobei ich die Sticks an der PS3 gar nicht schlecht fand. Ich fand die auch besser. Ich war noch nicht so, aber sieht auf jeden Fall alles im Moment. Das wird nicht so ein Klumpen wie bei der X360. Nein, der sieht genauso aus. Der sieht genauso aus. Gut. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, freut euch morgen auf Skyrim. Ja. Und die zweite und dritte Episode ist schon fertig. Ich mache heute wahrscheinlich die 20. oder sowas. Also macht sau Bock, das Spiel einfach, und deswegen nehme ich davon gerne was auf, weil es macht sau Spaß, das zu kommentieren. Könnt ihr auch schreiben. Ah, dann hätte ich noch eine Idee, was wir machen könnten, was relativ einfach für mich wäre zum Aufnehmen, und zwar wäre das Far Cry Co-op. Ja, stimmt. Wenn ihr da Bock drauf habt, können wir das auch auf jeden Fall machen. Und wenn nicht, muss ich mal schauen, was ich jetzt so irgendwie hinkriege, das mit aufnehmen. Ja, weil dann nehmen wir einfach irgendwas auf dem PC auf. Ich würde die Steam-Bibliothek auf, dann nimmst du mal auf. Ich würde auch Black Ops 2 aufnehmen auf der PS3 gerne, aber. Bisschen kritisch gerade. Ist auf, ja. Gut. Alles hat nichts, was sinnvoll wäre, aufzunehmen hier gerade. Also, nee. Und deswegen würde ich sagen, könnt ihr mal in die Kommentare klatschen, was ihr von der PS4 haltet, was ihr von der Konkurrenz erwartet.
Und ja, dann. Auf euch diese Vlogs gefallen. Wir werden langsam aber sicher zu Vlogger. Nein, wir sind so eine Mixer, wir sind so ein Hybrid aus. Wir zeigen unsere Fressen und zeigen Gameplay. Vielleicht manchmal auch beides, wer unser Slender-Spiel gesehen hat, guckt es euch an, das ist legendär. Es wurde sogar schon. Oh yeah, irgend so ein Shit. Oh. Oh Gott, jetzt muss ich jetzt muss ich ja nochmal was ankündigen, was mich viel mehr Überwindung kosten wird als dich. Ich weiß deinen Einsatz gar nicht mehr. Aber es wird irgendwann in nächster Zeit ein Video kommen, was wo wir uns challengen. Wo ich mich selbst challenge. Sagst du schon, oder? Ich habe jetzt schon Angst davor. Nein, ich sag nicht was. Aber dürft ihr euch drauf freuen, deswegen. Und da muss ich mich auch noch challengen. Wir müssen halt nur finden, vor was ich wirklich Angst habe. Eigentlich ziemlich bitter, vor was ich Angst habe. Aber yo. I can't handle fruit. Nigga? Hat keiner rausgefunden, worum es ging. Hat doch niemand. Die wissen ja nicht, was ich nicht mag. Hasse. Wovon ich sterbe. Ja, also wie gesagt. Stopp, ich schieße mir mit der Pistole in den Kopf. Und da habe ich garantiert auch Angst. Stopp. Bevor wir noch weiter spoilern. Ja, ich würde sagen, haut rein. Liken, abonnieren, favorisieren, to the wood gas. Und wenn wir schon bei Zitaten von LeFloid sind, haut rein.